Maldi und hallo, liebe Angelsportsfreunde. Wie man im Hintergrund schon erkennen kann, ich bin mit meinem guten Kumpel Klaas, er ist da hinten im Hintergrund. Der macht sich gerade noch fertig, macht noch schnell einen Steifefort, richtig Hartmono an seine Route. Und ja, wir sind auf einer Hechttour unterwegs. Wir wollen es heute mal probieren, ja, hier an so schönen Gewässern den einen oder anderen schönen Hecht rauszaubern zu können. Wir sind guter Dinge. Lange Zeit waren die Gewässer eingefroren. Jetzt sind sie wieder frei. Wir hoffen, dass durch die etwas wärmeren Temperaturen die Hechte noch mal ein bisschen in Wallung kommen. Einfach mal schauen, ein Hecht ranzukriegen. Wir sind jetzt hier in ein kleines Gebiet gefahren, wo wir wissen, hier gibt es die Quantität. Es gibt aber auch mal den ein oder anderen großen Hecht hier. Das wollen wir einfach mal ausprobieren. Und ich habe mir auch überlegt, ich mache heute mal vielleicht so eine 3 oder 4 Köder-Challenge. Das heißt, ich werde mir oder vielleicht auch der Klaas 4 Köder aus meinen Köderboxen raussuchen. 3 oder 4 Köder. Diese dann ja, fischen und probieren, darauf einen Hecht zu fangen. Ich glaube, darauf habe ich heute mal Bock. Ich glaube, das werden wir ausführen. Jetzt momentan an meiner Route habe ich einen kleinen Gummiköder dran. Ob ich den dann im Endeffekt benutze, weiß ich noch nicht. Wir machen jetzt erstmal die ersten Würfe. Wir wollen uns einfach mal ein bisschen an das Gewässer rantasten. Und ja, danach werden wir dann mal gucken, welche Köder wir aus meiner Köderbox holen. Und hoffentlich einen wunderbaren schönen Tag hier verbringen mit vielleicht dem einen oder anderen schönen Hecht. Also drückt uns mal die Daumen, ihr seid mit dabei. Los geht's. Fisch? Oh geil. Nice, da konnte sich der Klaas entschneidern, hoffentlich. Jo, der scheint auch ein guter zu sein. Oh nee. Oder? Nee, er schwimmt mit. Er schwimmt mit. Ja, alles gut, alles gut. Geil. Oh, und wir sagten eben gerade noch, hoffentlich können wir uns hier entschneidern. Oh. Nö, ja, ist ein guter. Oh, jetzt haben wir ihn eingetütet. Wow, Petri. Petri, Dank. Mensch, Klaas, konntest du dich entschneidern oder was? Ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Mitte 50er. Ja, richtig cool. Halt ihn mal ein bisschen schräger. Will nicht so? Egal. Nice, ich freue mich. Danke. Entschneidert. Geil. Schnell wieder rein. Ja, so wie es hier üblich ist. Zack. Weg ist er. Klasi, Petri, mein Freund. Vielen Dank. Mensch, ich freue mich. Aber wieder mitten da drin. Ja, macht ja nichts. Sonne blendet ein bisschen. Ja. Ich glaub, du brauchst gleich mal eine Sonnenbrille, wa? Ja, leider vergessen. Ah, nice. Kennt man ja nicht aus Holland, ne? Ja. Wir kennen sonst immer nur schlechtes Wetter. Jo. Fisch. Oh, der fühlt sich auch gar nicht so verkehrt an. Aber wieder ein geiler Einschlag. Ja. Eieiei. Aber es könnte gleiche Größe sein. Oh, cool. Da stand ja doch noch einer, wa? Ja. Dann kannst du gleich mit deiner Challenge anfangen. Auch wieder nur draufgeknallt. Aber ein bisschen kleiner. Ja, ein bisschen kleiner. Und eingetütet. Yes. Ja, jetzt musst du rausheben. Okay, Köder schon los. Dann kannst du erst nochmal wieder reinsetzen. Oh, juhu! Joschi, was hast du denn da? Ich habe einen Hecht im Kescher. Auf einen Köder. Aus dem Hecht- und Barsch-Adventskalender auf den Jerkbait. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich hier nicht auf der Schnur stehe. Ein Westin Swim in dieser Spezialfarbe. Richtig cool. Einen Hecht gefangen. Eben gerade hat Klaas hier an der Stelle auf seinen neuen Swimbait, ne? Hast du zu Weihnachten gekriegt, ne? Genau, das ist der Shimano. Schlag mich tot, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein kleiner Swimbait. Und ich habe jetzt auch mich entschneidern können. Richtig cool. Kein großer Hecht, aber es ist Fisch. Der erste Entschneiderungsfisch. Uppala. Gucken
gucken wir mal, dass er nicht so viel Terz macht. Jawohl, da ist er. Nice, ich freue mich. Erster Fisch, Band ist gebrochen und jetzt, ich glaube, jetzt können wir die Köder-Challenge machen, oder? Was, weiß es nicht. Was du machst, ist mir egal. Gut, wir lassen den Kleinen hier erstmal schnell wieder schwimmen. Zack. Jawohl, und gleich ins Kraut, ins Tiefe. Sehr cool. Ich glaube, wir machen mal die Köder-Challenge vielleicht. Ich werde mir jetzt noch mal 2, 3 Köder raussuchen. Und dann gucken wir mal, ob wir darauf noch einen fangen können oder nicht. Wir können auch aufstehen, dann ist das ein bisschen besser für uns beide. Dann geht das nicht so in den Rücken. Und ja, vielleicht fange ich dann mit den anderen Ködern auch noch mal. Mal schauen, ich werde mir da jetzt was überlegen und ich würde mal sagen, wir machen weiter. Let's go! Ich werde diese Challenge annehmen. Wir machen diese 4-Köder-Challenge bzw. 3-Köder-Challenge. Eigentlich hatte ich diesen Westin Swim in dieser Sonderfarbe vom Hecht- und Barschkalender, wollte ich den eigentlich auch mit benutzen, aber der hat ja jetzt schon Fisch gebracht. Ich habe mir da mal ein bisschen was anderes überlegt und zwar sind trotzdem 2 Köder aus dem Hecht- und Barschkalender dabei. Und zwar einmal so einen schönen Pickshed in 20 cm. Dem fischen wir heute. Hoffentlich können wir da einen Fisch drauf fangen. Dann so einen Twister. Den würde ich ganz gerne auch noch fischen. Und dann würde ich sagen, wir nehmen noch ein Hardbait dazu, so einen Swimbait. Den nehmen wir auch noch mal mit dazu. Der hat mir zwar schon Bisse gebracht, aber noch keine Fische. Das probieren wir einfach mal aus. Den mit reinzunehmen und wenn alle Stricke reißen, ja, nehme ich den hier auch noch mal einen Pickshed in so einer Hechtfarbe. Den würde ich auch gerne noch mal probieren. Also gehen quasi diese 4 Köder ins Rennen. Wir haben 3 Gummifische und ein Hardbait, wobei 2 mit einem Tellerschwanz sind und einer mit einem Twisterschwanz. Einfach mal ein bisschen ausprobieren, einfach mal gucken. Das werde ich mir heute als Ziel setzen. Den mache ich mir jetzt als allererstes dran, den Swimbait. Und gucke mal, ob wir da jetzt noch mal schnell einen den fangen können. Ich meine, in der Bucht, da müssten noch die ein oder andere oder der ein oder andere stehen. Sollte eigentlich uns gelingen. Und danach werden dann die Gummiköder geführt. Warum mache ich das Ganze so? Weil ich habe natürlich von Westin die Escape Camp mit dabei. Und ich würde gerne bei etwas tieferen Bouldern natürlich ein bisschen Unterwasseraufnahmen machen. Und da lässt sich natürlich so ein Swimbait nicht so gut mitführen. Die Gummifische bzw. mit dem Tellerschwanz und Twisterschwanz lassen sich mit dieser Westin-Cam sehr gut führen. Und deswegen probieren wir jetzt erstmal den hier aus, dass wir den schnell abbacken können. Und dann geben wir an die Gummiköder. Also ich würde mal sagen, schnell dran machen, fischen, los geht's. Machen oder was? Ja, genau. Jo. Ja. Oh, jo, Fisch. Alter. Jo. Krass. Einfach den Kescher rübergeben. Nein. Naja, doch, so 60 wird er haben. Ja, der hängt gut. Und wenn ich Glück habe, kriege ich den sogar. Hast du eine Zange? Und raus. Okay, Köder-Challenge. Nächster Köder. Wahnsinn. Geil. Leute, Köder-Challenge. Ich habe nur einen kleinen Schlenzerwurf gemacht. Und der Hecht, alter Falter, hat sich den sofort genommen. Und, Klaas, wenn du das hier mal filmst, da sind Blutigel. Ja. Also die stehen relativ tief. Aber der hat sich den Köder sofort genommen.
Richtig cool. Ja, das heißt für mich, Köderwechsel angesagt, wa? Der ist auch nicht so klein. Nee, der ist richtig gut. Nice. Aber der darf natürlich, wie gewollt, hier schnell rein. Mach's gut, mein Kleiner. Alter. Sofort runter, sofort in die Tiefe, Leute. Richtig cool. Ja, für mich heißt es jetzt Köderwechsel angesagt. Der Köder hier, der Hardbait, der hat es gebracht. Ich drehe ihn mal richtig rum, dann könnt ihr ihn noch richtig sehen. Ja, jetzt heißt es für mich Gummiköder und ich kann vielleicht mal die Westin-Cam dran machen und vielleicht kriegen wir damit sogar einen Live-Biss. Also, ich bin gespannt. Los geht's. Oh, mal ganz kurz die Wassertrübung angeguckt mit dem Köder. Sieht ganz gut aus. Kraut ist auch noch vorhanden hier. Also könnte eigentlich... Jo, hast du... Oh, oh. Könnte eigentlich ganz gut sein, ja. Ach, mit Kraut. Ja. Aber es ist kleiner. Wo ist er denn? Oh, er ist ab. Oh, jetzt habe ich befreit. Okay, ja. Gut. Also das... Glas. Was war das denn, bitteschön? Ein wehrhafter Salat. Ein wehrhafter Salat. Da war mal eben gerade ein Fisch dran, ne? Ja. Der ging auch voll ins Kraut. Erster Wurf, ne? Das war erster Wurf. Wahnsinn. Ja, gut. Dann machen wir mal weiter. Ja. Jo, Alter. Direkt hier vorne? Hier vorne. Jo, jo, jo. Ich hab den Biss gesehen. Ja, ja, weitermachen, weitermachen. Geil. Ich habe ihn stehen gelassen und dann kam er. Aber das war, weiß ich, 50er. Ja, aber hat er die Haken gespürt? Wahrscheinlich nein, nicht, ne? Nein, nichts. Er hat ihn vor sich hingeschoben. Ja, oh, klar, sie. Jo, Fisch. Nein, ab. Nein. Nein. Nicht so schlecht die Stelle hier. Nein. Oh, richtig drauf gescheppert. Oh, schon wieder. Nee. Er hat zweimal drauf gescheppert. Aber warum bleibt er nicht hängen? Wahrscheinlich etwas kleiner. Ja. Aber vor allem, wenn er zweimal drauf knallt. Ja. An Stellen fahren. Jetzt! Nein! Oh, schon wieder ab. Alter. Sag mal. Nee. Sag mal. Wieder drauf geknallt. Ja, gibt's doch nicht. Oder war der, hat er hinten festgehalten? Wahrscheinlich wieder hinten drauf, ey. Nochmal. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Ja, oder? Ja, komm, aber nur, ich sag nur, ja, wir müssen ja nur grob abfischen. Nur grob, ne? Oder ich muss jetzt mal gleich den Twisterschwanz dran machen. Jetzt hängt er aber. Okay. Jetzt hängt er. Ich hole ein. Ja. Auch gerade aufgeworfen, ey. Guck mal, wie meine Teile gehen. Ja. Die hat sich jetzt eh überschlagen. Ey, meine Herren, aber der wollte ihn diesmal richtig haben. Den kannst du komplett einlöffeln. Ey. Na, ja, der wird jetzt gerade mal 50 Alter, haben, aber der hat, der hat den komplett weginhaliert. Der hat 20 cm Köder. Wahnsinn. Man kann es nicht oft genug sagen. Wir haben gerade einen Fisch gefangen. Dieser Fisch, der hat mich jetzt viermal oder dreimal geärgert auf einen 20 cm Köder aus dem Adventskalender von Hecht und Barsch. Köder-Challenge ist voll am Gange. Ich kann gleich den Twister-Schwanz fischen. Dann ist es der dritte Köder, den ich denn fischen darf. Die ersten beiden sind abgefischt, aber Leute, hier 20 cm und jetzt guckt mal, was für ein Fisch da rauskommt. Zack, zack. Und
Und wir haben hier jetzt gerade mal einen, ja, 50, 55 Zentimeter Hecht. Der hat sich den komplett inhaliert gehabt. Also, ihr braucht nicht zu klein fischen. Auch solche Fische schnappen sich 20 cm Köder weg. Geil. Also dieser Hecht hat es mal wieder bewiesen, man kann nicht zu klein fischen. So, der rudelt auch schnell zurück. Der geht auch schnell wieder runter. Und Leute, Klaas hat eben gerade auch einen verloren. Und noch ein, Biss gehabt, ne? Dieses kleine Gebiet hier ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, wir fischen mal schnell weiter und ich darf jetzt Köder wechseln und auch den Twister wechseln. Ich bin gespannt. Los geht's! Nächster Köder, dem aus dem Weihnachtskalender. Wollen wir mal gucken, ob wir damit auch einen fangen können. In so einer schönen, durchsichtigen Farbe mit einem rot-orangen Bauch. Ich habe den jetzt mit einem 5-Gramm-Kopf gepaart, großen Haken, scharf. Und habe den nochmal als Cello-System auch dabei, damit ich den vielleicht an der Westin Cam fischen kann. Jetzt probieren wir erstmal den hier aus. Vielleicht können wir darauf auch einen Fisch fangen. Also es scheint hier ganz gut zu laufen. Ich bin echt happy, dass es überhaupt gut läuft. Und jetzt schauen wir mal. Und der kleine Racker eben gerade, der den 20 cm Köder einverleibt hat, der ist viermal auf den Köder drauf. Echt Wahnsinn. Ja. Also Klaas dachte, war ein Biss. Ah, Klaas hatte jetzt eben gerade einen Biss. Er hatte da vorne an der Ecke auch einen Biss gehabt und einen Fisch drauf gehabt. Und da war der, genau, vor den Füßen hier eben gerade auch nochmal gehabt. Und ja, im Kraut ist ihm der leider abgegangen. Da wollte ich gerade keschern. Egal, wir machen weiter. Wir schauen einfach mal, ob wir hier nochmal einen schönen kriegen. Aber so wie das hier gerade läuft, denke ich mal, dass es nicht allzu lange dauern wird, dass wir noch einen kriegen können. Das macht nichts. Fisch ist Fisch. Ab? Ja, oder? Ja, ist ab. Ah. Und hier sehen Sie ein wildes Klaas, wie er immer seine Fische verliert. Oh Mann, ey. Egal, es war ein weiterer Kontakt hier an der Stelle. Ja, aber nicht. Ja, da habe ich ja vorhin schon reingeworfen mit dem Pickshed. Vielleicht war der da ja zu groß, ja. Für die. Aber wobei, du kannst nicht zu groß fischen. Ja, wenn dieser 20, das ist ein 20. Jo, Fisch! Direkt hier vorne vor den Füßen. Ich wollte gerade sagen, du kannst nicht zu groß fischen. Das könnte der sein, ja. Der hängt auch nur ganz knapp. Juhu! Oh verdammt, jetzt hat er sich eingedreht. Puh. Ja gut, ist zum Glück ein Einzelhaken. Das sollten wir eigentlich ganz gut gelöst kriegen. Ich würde mal sagen, Challenge completed, ne? Jetzt fehlt mir eigentlich, ich wollte ja als Ersatzköder den kleinen Pickshed Junior in dieser Hechtfarbe nehmen, falls der hier nicht funktioniert, der Twisterschwanz. Wir haben eben gerade schon ein bisschen drüber philosophiert, dass der im Winter vielleicht nicht ganz so gut ist, weil der so einen eher froschähnlichen Lauf hat. Und ich habe gesagt, aber dadurch, dass er vorne so eine Wasserverdrehung hat und es ein Doppelschwanz ist, müsste der doch eigentlich auch den Reiz des Hechtes auf sich bringen. Und ja, gesagt, getan. Wir haben einen Fisch im Kasten. Der Köder ist abgehakt, beziehungsweise im Kescher. Auch eine gute Durchschnittsgröße. Zack. Quick, lebendig, agil. Jetzt müssen wir noch mal gucken, dass wir ihn vernünftig gegriffen kriegen. Sehr schön. Oh, da ist er. Kein bisschen ausgedreht. Direkt vor den Füßen hat er sich den geschnappt. Strammer Bursche, schöne Durchschnittsgröße, Glas. Ich bin sprachlos. Sehr schön. Jetzt machen wir den kleinen Pickshed dran, den Ersatzköder, den ich ja noch wollte. Und vielleicht fangen wir damit auch noch ein. Und dann ist meine Challenge auf jeden Fall wirklich completed. Aber der darf erstmal schnell zurück. Der taucht auch schon sofort ab und zieht seine Bahn. Sehr cool. Also, wir machen jetzt nochmal den Pickshed dran. Vielleicht können wir damit, oder kann ich damit auch noch einfangen. Wenn ich das schaffe, dann ist wirklich die Challenge completed und dann muss ich mal gucken, was ich noch fischen kann, um vielleicht dann noch einen etwas größeren Fisch zu überlisten. Aber voller Adrenalin, 4 Stunden sind jetzt ungefähr rum, die wir gefischt haben.
läuft heute ganz gut, ey. Wahnsinn. Drei Köder hatte ich mir ja eigentlich als Ziel gesetzt, dass wir die Challenge heute durchziehen. Eigentlich wollte ich den Westin Swim, hatte ich ja vorhin schon gesagt, auch mit in die Challenge reinnehmen. Der hat natürlich jetzt ganz am Anfang einen Fisch gebracht. Somit musste ich den halt aus der Challenge rausnehmen. Ich habe mir jetzt nochmal als Ersatzköder, hatte ich ja gesagt, den hier mit dazu gepackt. Den habe ich jetzt auch dran gemacht. Vielleicht können wir auf diesen Ersatzköder oder Zusatzköder jetzt auch noch einfangen. Und ich werde aus dem Auto dann auch die Westin Cam mal holen und den dann da vorschalten, dran schalten, gucken, wie der läuft, ob wir da schöne Aufnahmen hinkriegen. Und ey, dass das heute so gut hier läuft, das hätten Klaas und ich zwar nicht erwartet. Wir hatten es insgeheim leicht gehofft, aber ja, ihr wisst ja immer, wie es ist. Man fährt ja zur Stelle, guckt sich das an, macht die ersten Würfe, fischt die erste Stelle ab und hat dann gleich so ein ernüchterndes Ergebnis. Ja, wir haben aber die Fische gefunden, hat gut geklappt und ich fische jetzt mal mit dem weiter, mal gucken, ob wir noch einen kriegen können. Oh, Fisch! 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 Ui! Da hat es mit dem Fisch geklappt. Ui, jetzt muss ich natürlich alles alleine machen. Klar, es ist noch ein bisschen weiter weg. Kein großer, aber oh nein, da ist er gewesen. Huh, ihr habt ihn gesehen. Ich konnte einen Fisch fangen. Leider nicht landen, aber mit dem Zusatzköder hat es eben gerade auch noch mal geklappt. Ah, schade. Ah, ärgerlich. Ich konnte gerade mich nicht mit dem Kescher vernünftig beschäftigen. Ah, er hat sich verkantet. Schade. Oh. Hi. Ah. Gut, den habe ich selber verkackt. Mann. Gut, egal. Aber cool, dass es nochmal geklappt hat, Leute. Es ist jetzt schon wieder fast, ja, nachdem ich den Köder dran gemacht habe, ist jetzt schon wieder zwei Stunden sind vergangen. Und hab geworfen mit dem Köder. Wir sind Stelle um Stelle angefahren und hatten keinen Kontakt. Und dann haben wir gesagt, wir fahren jetzt nochmal in ein Gebiet, wo wir zwar viel mit Kraut zu kämpfen haben, aber hier eigentlich immer mal wieder Fisch stehen müsste. Und ja, es hat geklappt mit dem Fisch. Aber ich war halt zu dumm, ihn zu keschern, beziehungsweise den Kescher vernünftig mir vorzubereiten. Und ja, ist mir der schöne Hecht flöten gegangen. Jo. Oh, Fisch, Fisch, Fisch. Alter. Oh, das ist ein guter. Oh. Wenn, ja, dann kann ich doch diesen Köder, den Zusatzköder, auch abhaken. Sehr schön. Ui. Jetzt seit langem, dass wir hier mal wieder, oh, der hängt knapp, einen Fisch haben. Ja. Eingetütet. Jo. Hi. Boah. Geil. Jetzt kann ich euch endlich diesen Zusatzköder, den fünften Köder, jetzt ist die Challenge auf jeden Fall richtig accepted, kann ich euch jetzt zeigen. Und der Köder hat jetzt auch nochmal einen richtig guten Fisch hervorgebracht. Er ist gerade im Kescher. Ich hole ihn kurz. Richtig schöner 70er, 80er Hecht. Oh, Alter, was für eine Granate. Guckt ihn euch an. Richtig schöner Fisch. Ey, geil. Ich freue mich. Der Tag ist heute richtig gut verlaufen. Challenge completed. Nicht accepted, sondern die Challenge ist completed. Richtig, richtig cooler Fisch. Wahnsinn. Jetzt probiere ich mal einen anderen Köder aus, aber das ist ein richtig, richtig geiler Abschlussfisch für meine Challenge. Wahnsinn!
meine Aufgabe, die ich mir persönlich gestellt habe in diesem Video, ist abgehakt. Auf alle 5 Köder, die ich gerne fischen wollte, sind Fische gekommen. Ich konnte euch mit allen 5 Ködern Fische präsentieren. Und weil ich heute ein guter Geberlaune bin, mache ich auch noch mal ein kleines Gewinnspiel. Ich haue euch hier was raus. Was es ist, da gehen wir dann gleich schnell zu mir nach Hause. Da zeige ich euch die Produkte und ihr müsst einfach nur Hashtag Hecht in die Kommentare schreiben. Dann könnt ihr mit am Gewinnspiel dran teilnehmen. Ihr müsst natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das Gewinnspiel kann ich leider auch nur nach Deutschland verschicken, weil die Versandkosten ins Ausland sehr, sehr, sehr hoch sind. Und ja, ihr müsst mich abonniert haben, einen Daumen nach oben lassen, Glocke nicht vergessen zu aktivieren und Hashtag Hecht in die Kommentare reinschreiben, dann könnt ihr auf jeden Fall am Gewinnspiel mit dran teilnehmen. Aber das erzähle ich euch alles gleich nochmal zu Hause, wenn ich euch die Produkte vorstelle. Jetzt beginnt für mich ein bisschen das Spaßangeln. Für Klaas auf jeden Fall auch. Er ist da im Hintergrund. Da ist er. Angelt auch schon fleißig weiter. Und jo, ich glaube, jetzt machen wir mal meinen Lieblingsfilm dran und gucken, ob wir damit auch noch einen Fisch fangen können. Also für mich heute Challenge abgehakt. Geil. Da sind wir doch ganz schnell bei mir zu Hause. Ich habe euch ein Gewinnspiel versprochen und ich werde es auch einhalten. Ich habe jetzt schon vor mir hier ein paar Produkte liegen. Sie sind für Hecht und für Barsch geeignet. Und ja, es ist eine kleine Auswahl. Ich will auch gar nicht so viel reden. Ich stelle euch einmal die Produkte vor. Und zwar fangen wir mal mit einer Savage Gear Line Through Pike an. Haben wir einmal dieses Produkt von Savage Gear. Das haue ich euch mit rein. Dann haben wir von Gunky einen Spinnerbait in 7 Gramm. Den haue ich euch mit rein ins Gewinnspiel. Dann haben wir von LMAB aus meinem Weihnachtskalender. Den haue ich euch auch mit rein. Das ist der Drunkbait in so einer Sonderfarbe. Na, gucken wir mal. Können wir ein bisschen weiter reinzoomen? Ja, ich glaube, so sieht das ganz gut aus, ne? Den haue ich euch mit rein. Dann haben wir von Molix ein 4-Inch Craw. Das ist der Freaky Craw in so einer wunderbaren, schönen braunen Farbe mit einer blauen Unterseite. Gucken wir mal schnell. Ja, so sieht man das ganz gut. Den haue ich euch mit rein. Dann haben wir von Monkey Lures den Hot Panther in 7,5 cm. Den haue ich mit rein in das Gewinnspiel. Dann haben wir von Strikepo den Pickstar, einmal in so einem schwarz-roten Design, 12 cm, ist ein Twister-Schwanz und einmal in den Green Pumpkin Chartreuse. Den haue ich euch mit ins Gewinnspiel rein. Dann haben wir noch zwei Hardbaits, zwei Twitchbaits, einmal von Yuzuri, einen kleinen Twitchbait und einen von Abu Garcia. Auch in 70 mm. Jetzt müssen wir mal gucken, dass man die Farbe richtig gut sieht. Den haue ich euch mit rein. Und zu guter Letzt möchte ich euch natürlich noch einen Buff von Lunatic. Haue ich euch da mit rein. Ein, zwei Sticker haue ich da noch von Lunatic mit rein. Und ein paar Sticker kommen von mir natürlich auch noch mit dazu. Das könnt ihr alles gewinnen in dem Gewinnspiel. Das haue ich euch rein. Ich denke mal, das ist eine gute Auswahl, womit man Zander, Barsch und Hecht fangen kann. Und ja, was müsst ihr dafür machen? Da ich ja in dem Video sehr viele Hechte gefangen habe und eine kleine Challenge für mich selber gestellt habe, haut einfach unten in die Kommentare Hashtag Hecht. Ich schreibe das hier unten jetzt auch nochmal rein. Einfach alles klein geschrieben, Hashtag und dann Hecht, alles zusammengeschrieben. Und dann seid ihr mit im Lostopf. Ich werde das Ganze eine Woche lang bzw. 5 Tage lang laufen lassen. Das Video kommt am Montag raus. Am Freitag werde ich die Gewinnauslosung machen. Das sind dann 5 Tage. Dann werde ich den Gewinner auf jeden Fall in den Kommentaren unten anschreiben. Der müsste sich dann bei mir per E-Mail melden. Diese E-Mail steht alles in der Videobeschreibung. In der Videobeschreibung schreibe ich auch nochmal alles rein, wie ihr an dem Gewinnspiel teilnehmen könnt. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel und jetzt schalten wir schnell wieder rüber in die Folge und vielleicht können wir noch ein Hecht fangen. Los geht's! Es ist wie ausgestorben. Wir haben jetzt hier noch mal ein paar Stellen angefahren, der Klaas und ich, aber es ist wie ausgestorben. Es kam nach dem fetten Pike,
den ich da jetzt noch zum Schluss fangen konnte auf den 14 cm Köder, kam jetzt kein weiterer Biss. Null. Wir hatten weder Verfolger, was wir an den anderen Stellen teilweise sogar hatten. Wir hatten weder irgendeinen Hechtkontakt oder sonstiges. Ich habe jetzt noch mal die letzten anderthalb Stunden mit der Westing Cam gefischt und dem Twisterschwanz. Ich bin mal gespannt, was da für Aufnahmen drauf sind. Ob wir da vielleicht noch den einen oder anderen Hecht sehen werden. Wenn ja, werde ich ihn jetzt hier einblenden, ein bisschen was reden. Aber an sich war der Tag echt spannend und aufregend. Wir haben viele Fische fangen können. Wir hatten viele Aussteiger. Wir hatten viele Nachfolger oder Nachläufer. Heiße Zeit war definitiv um den Mittag rum. Jetzt am frühen Morgen und abends war jetzt gar nichts mehr. Aber ja, so ist das. Dennoch, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like, ein Kommi, ein Abo da, die Glocke nicht vergessen zu aktivieren. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin wünsche ich euch alles, alles Gute. Bis denn. Ciao.